Hallo Frau Hoffmann, wir sind sehr erfreut, dass wir heute mit Ihnen hier stehen dürfen. Die erste Frage vorab, warum stehen wir heute hier in der Hardenbergstraße bzw. Platz? Ja, wir stehen hier ganz in der Nähe eines Tatorts. Vor 100 Jahren am späten Vormittag erschoss der Armenier Soroman Telerjan den ehemaligen osmanischen Regierungschef und Innenminister Mehmet Talat. Talat war der Hauptverantwortliche für die Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich, diesem Genozid fielen 1,5 Millionen Menschen zum Opfer und übrigens nicht nur Armenier, sondern darüber hinaus auch aramäischsprachige Christen, also Aramäer, Assyrer, Chaldäer und auch Griechen im Pontus. Sie alle wurden Opfer von Deportationen, von Zwangsarbeit und von Massakern. Und in seiner eigenen Heimat ist Talat am 5. Juli 1919 von einem osmanischen Militärgerichtshof zum Tode verurteilt worden. Allerdings in Abwesenheit, denn er befand sich zu dem Zeitpunkt schon im Exil in Berlin. Er lebte hier ganz in der Nähe, undercover, in einer großen, komfortablen Wohnung und weigerte sich, nach Mecklenburg auf ein Gut umzuziehen, wie es ihm das deutsche Auswärtige Amt vorschlug, weil er politisch aktiv bleiben wollte. Er bereiste internationale Konferenzen zum Beispiel. Aber Talat rechnete selber damit, dass Armenier sich an ihm rächen würden. Er hat das in seinen Memoiren so geschildert. Und so kam es, dieser Vergeltungsakt von Soroman Telerjan war der erste einer abzuarbeitenden Liste von Vergeltungsakten. Der Hintergrund ist, zu der damaligen Zeit gab es keinen souveränen armenischen Nationalstaat. Es war also nicht so, wie es für Israel nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass man Schwerverbrecher der Shoah dorthin entführen konnte, so wie Adolf Eichmann, und dann in Israel vor Gericht stellen. Die Armenier hatten diese Option nicht. Wenn sie das osmanische Militärgerichtsurteil vollstrecken wollten, dann mussten sie das in Selbstjustiz tun. Okay. Und Telerjan war der Mann, der diesen Beschluss ausführte. Und das deutsche Gericht hat ja sozusagen ihn dann auch freigesprochen, weil die Geschworenen während des Gerichts, die haben 75 Minuten verhandelt und gesprochen und im Endeffekt hat der Richter beschlossen oder beurteilt, dass Soroman Telerjan kein Verbrecher ist, sondern ein freier Mann. Also die Geschworenen haben auf der damaligen Gesetzeslage auf Schuldunfähigkeit erkannt. Wegen des psychischen Zustands in diesem Prozess haben psychiatrische Gutachten eine große Rolle gespielt. Und Telerjan hat im Gerichtsverfahren betont, und zwar glaubhaft betont, dass ihm seine tote Mutter erscheint und Vergeltung fordert. Telerjan hat 85 Mitglieder seiner Großfamilie verloren. Es war ein ganz typischer Fall. Und solche Anmahnungen der verstorbenen Familienangehörigen, das war nicht nur bei Telerjan so. Das schildern auch andere Überlebende des Genozids. Es ist ein bekanntes Phänomen. Man nennt es Überlebensschuld. Die Überlebenden fragen sich, warum stehe ich noch hier, wo so viele Angehörige meines Volkes ermordet wurden. Okay. Und in diesem Kontext wurde er freigesprochen und dann auch umgehend von den deutschen Justizbehörden außer Landes abgeschoben, um einen Revisionsprozess zu verhindern. Ja.
Das heißt also, die damalige Rechtmäßigkeit und die Rechtsprechung hat für gesprochen und aufgrund dessen hatten wir dann dieses Urteil, was dann auch bis heute rechtmäßig ist. Und es gibt ja auch Personen, die das eventuell revidieren, weil sie behaupten, dass Soro Montelirian vor dem Gericht gelogen hat. Wie sehen Sie das? Nun, ob man das Wort gelogen benutzt oder von einem Konstrukt spricht, ist letzten Endes Geschmackssache und hängt damit zusammen, wie man den Gesamtvorgang einordnet. Ich will hier mal eine andere Meinung zitieren, die auch meine eigene persönliche ist. Für Raphael Lemkin, ja, den Autor, den Hauptautor der UN-Genozidkonvention von 1948, war diese Tat ein Mördermord. Etwas, ein Verbrechen, ein Mord an jemand, der selber in viel größerem Maßstab Völkermord war. Und Raphael Lemkin erkannte, es gibt hier eine Gesetzeslücke, eine gewaltige. Diese Gesetzeslücke besteht darin, dass gruppenbezogene Verbrechen, die nur begangen werden, weil die Opfer zu einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe gehören, verübt werden können. Ja, ja. Sie sind nicht justiziabel, ganz einfach, weil es noch keine Gesetze gibt, ja, weder national noch international. Und da hat er angesetzt, das wurde der Ausgangspunkt für sein Lebenswerk. Und dann möchte ich erwähnen, dass es wenige Jahre nach dem Berliner Strafprozess, der ja 1921 stattfand, in Paris 1926 einen ganz ähnlichen Prozess gab. Und zwar gegen einen Juden, er hieß Shalom Schwarzbart, kam aus der Ukraine und er erschoss in Paris den politisch Verantwortlichen für Massaker an Juden, für Judenpogrome. Und auch das Pariser Gericht hat diesen Täter freigesprochen. Ja, das heißt, die Richter kamen in Paris genau wie in Berlin zu dem Urteil, diese Täter kann man nicht mit den üblichen Maßstäben messen. Und Raphael Lemkin schreibt in seiner Autobiografie, das ist richtig, man kann trotzdem nicht das Recht in eigene Hände nehmen, aber diese Gesetzeslücke muss man schließen. Er hat das getan. Und jetzt haben wir nicht nur die Genozidkonvention seit 1948, es hat dann nochmal 50 Jahre gedauert, bis wir den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bekamen. Aber wir haben ihn. Nun noch ein Schlusssatz. Der Strafgerichtshof hat 2010 der damalige Chefankläger dem armenischen Justizminister angeboten, dass sich retrospektiv dieses Gericht mit dem osmanischen Genozid beschäftigt. Die Voraussetzung wäre gewesen, dass das Parlament in Armenien, den Beitritt Armeniens zu dem ICC ratifiziert. Okay. Und das hat Armenien nicht gemacht. Okay. Es hat es versäumt, das oberste Gericht Armeniens hat die Ratifizierung vorher schon abgelehnt. Insofern, leider, ist diese Chance bis heute nicht genutzt. Frau Hoffmann, kommt es. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und auch für dieses kurze Interview. Ja. Wir warten auf weitere spannende Artikel Ihrerseits. Ja. Und haben wir heute Spaß und zeigen wirklich die Wahrheit, die es vor 100 Jahren stattgefunden hat. Gut. Vielen Dank.